Na, ihr lieben Freunde, da bin ich wieder. Willkommen zum zweiten Teil unseres Gartenrundgangs. Mal angucken, wie der Garten so aussieht. Es ist mir doch im ersten Teil echt was abgegangen. Habe ich vergessen, euch hier unsere Brombeere zu zeigen. Stehe ich übrigens gerade neben. Das Gitter habe ich auch selber gebaut, damit sie sich schön breit machen kann. Haben wir vor 2 Jahren gepflanzt. Naja, ich sag mal so, ein paar haben wir schon geerntet, aber so richtig dolle war das noch nicht. Ja, dann machen wir einfach mal weiter. Wir gehen mal los zu unserem Gewächshaus. Also, ich brauche ja nicht besonders weit gehen. Flo war da schlimmer dran. Hier ist unser Gewächshaus. Im Moment ist das eher noch so unsere Rumpelkammer. Dementsprechend kann ich euch das Innenleben noch nicht zeigen, weil wir das auch noch umbauen. Da sollen noch Gitter rein und sowas. Kommen dieses Jahr die Tomaten rein und die Gurken. Viele sagen immer, Gurken und Tomaten soll man nicht zusammen, die vertragen sich nicht. Ja, darum kommt ja auch die eine Sorte auf die rechte Seite und die andere Sorte auf die linke Seite. Sind weit genug getrennt. Aber wie gesagt, sie brauchen irgendwie einen Halt. Ne? Das ist dann halt so unser Gewächshaus. Ein paar Voranzuchten machen wir da drin auch. Aber wie gesagt, im Moment ist das eher noch so unsere Rumpelkammer. Weil wir sind hier so ein bisschen eingeschränkt. Also wir bauen die Hütte jetzt auch noch größer im Laufe des Sommers. Da denke ich, werdet ihr auch noch was von sehen. Aber sonst haben wir halt keine Unterstellmöglichkeiten. So, jetzt kommen wir mal zu meinem Versuchsobjekt hier. Das ist noch Erde. Das bleibt auch so. Da kommt hier oben kommt ein Sonnensegel ran. Ziehen wir bis hier rüber. Und dann sollen hier die Freilandtomaten hin. Wir versuchen es einfach mal. Und wie gesagt, drinnen die Tomaten im Gewächshaus und hier die Freilandtomaten. Ich will einfach mal gucken, was so klappt. Wie gut das vor allen Dingen klappt. So, wir gehen ein Stückchen weiter. Ich habe ja erzählt, wir haben einige Bäume. Ne? Das hier ist unser, ich glaube, 48. Apfelbaum oder sowas. Nein, das ist einer von 2 Apfelbäumen. Der trägt echt immer gut. Aber ihr seht, auch den muss ich noch beschneiden, weil, ja, ich sag mal, meine Vorgänger hatten, glaube ich, wenig Ahnung von Baumbeschnitt, weil ihr seht, alles, was so nach drinnen wächst und was halt auch nach oben wächst und was so verkantet hier, wie dieses hier, sowas schneidet man eigentlich weg. Dazu werde ich aber, denke ich mal, so im April nochmal ein extra Video machen, was dann nicht im April gemacht ist, schon ein bisschen früher, also ich denke mal jetzt die nächsten Tage, weil es wird schon ganz schön eng, die Apfelbäume oder allgemein die Obstbäume zu beschneiden. Das gleiche gilt für den Baum, der da hinten steht, für diesen Riesen. Das ist mein Kirschbaum. Ich liebe ihn, ja. Habe ich auch damals, ja, mehr oder weniger geschenkt gekrochen, der war ja halt da. Und für den gilt das Gleiche. Meine Vorgänger, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die da irgendwie Ahnung hatten, was man damit macht, weil, ja, die waren noch sehr jung und haben einfach wachsen lassen. Hauptsache, da sind 2, 3 Kirschen dran und da freuen wir uns drüber. Gut, als ich noch so jung war, habe ich das auch gemacht. Und dann kam halt Opa, der mir dann vieles erklärt hat. Und wisst ihr ja, da bin ich echt dankbar für. So, kleines Stückchen weiter. Wir kommen mal zu unserem nicht schön aussehenden Kräuterbeet. Aber es ist ja halt noch, naja, sagen wir mal, fast Winter. Fast. Ihr seht, ich habe hier Rosmarin. Ich habe hier ein ganz lustiges Kraut. Das ist Currykraut. Dann habe ich Oregano da drinne, ich weiß gar nicht, Schnittlauch kommt, da hinten ist Majoran und. Zusätzlich kommen da allerdings in diesem Jahr noch ein paar andere Kräuter dazu, die ich einfach auch ausprobieren wollte, wie Koriander und. Dann seht ihr hier die 2 Gitter. Da wächst jetzt unsere Weintraube dran. Die will ich jetzt bis oben hoch mit diesen 2 Trieben, die sie hat, und dann ziehen wir sie darüber über die Hütte. Da kommt dann oben so Gitter ran, aber das zeige ich euch auch noch in einem Video. Und
Da soll sie dann runter, dran langhanken, ranken, dran ranhanken. Ist auch schwierig heute. Weil da haben sie so ein bisschen Schutz. Da ist ein Dach drüber und kommt nicht so viel Regen hin. Und ich hoffe, dass das dann einfach ein bisschen besser mit einer Ernte, was Weintrauben hier angeht, funktioniert. Wie ihr wisst, wir sind in Mecklenburg-Vorpommern. Da haben wir nicht immer so viel Sonne und auch nicht so viel Wärme. Also ist das mit Weintrauben schon echt mutig, das auszuprobieren. Aber ja, wie ihr ja gesehen habt in einigen meiner Videos, ich versuche echt viel. Und da bin ich schon ein sehr, sehr mutiger. Ja, dann seht ihr unsere Terrasse. Die Terrasse ist immer so der Hauptplatz im Sommer für unsere Grillaktion. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gemacht, dass wir Grillaktionen gemacht haben, die manchmal auch ein bisschen anders waren. Ne? Und das machen wir dieses Jahr wieder. Das werden wahrscheinlich so zwischen 6 und 8 Folgen werden. Hoffe ich jedenfalls, dass ihr euch die dann auch wieder gefallen. Letztes Jahr haben die euch ja, sage ich mal, echt extrem gut gefallen. Machen wir dieses Jahr wieder und Ideen haben wir schon. So, jetzt gehen wir weiter zum Hügelbeet. Der Wind ist echt frisch heute, ne? Ja, mein Hügelbeet. Das sind ja immer so Versuchsobjekte von mir, wo ich irgendwann mal in irgendeinem Buch, in irgendeiner Zeitung gelesen habe, Hügelbeet kann man mal machen, ist aber vom Prinzip nichts anderes als das Hochbeet, nur in klein. Sind auch wieder unten Äste, dann kommt Kompost und oben einfach Erde drauf. An den Seiten haben wir ein paar Steine gelegt. Als erster Schwung in diesem Jahr kommt, oder haben wir jetzt gesät, Spinat. Das, denke ich mal, funktioniert recht gut, weil im Frühling, also im Mai dann rum, möchte ich gerne Gurken und Süßkartoffeln darauf. Und die brauchen halt ein bisschen Platz. So, und das ganze Brachliegen ist Quatsch. Also habe ich mir gesagt, machen wir mal einen Spinat drauf. Müssen wir jetzt ein bisschen warten, aber ich denke mal so ein paar Tage noch, wenn es dann auch wärmer wird, dann fängt er auch endlich an zu wachsen. Ja, so, hier, da ganz hinten in der Ecke, da steht eine Kiwi-Berry. Die ich mir irgendwann, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Discounter gefunden. So klein. Ich dachte, nimmst du mit. Letztes Jahr hat sie geblüht, aber nichts getragen. Wir schauen mal, vielleicht ist das so in diesem Jahr die Möglichkeit, dass da ein bisschen was wächst und ein bisschen was rankommt. Aber man weiß ja nie. So, dann haben wir unsere schönen Büschlein. Bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Weil die zwei außen, das sind Johannisbeeren. Die hintere ist eine weiße und die vordere ist eine rote. Irgendwie wollen die nicht. So, dass ich jetzt gesagt habe, okay, wir warten, ob sie austreiben. Wenn sie das nicht mehr tun, ich habe schon zwei neue gekauft, kommen da einfach zwei neue Büsche hin. In der Mitte sind zwei Heidelbeerbüsche. Ist auch noch so ein bisschen viel Clinch für mich. Also das sind immer so Sachen, Heidelbeeren holst du dir eigentlich im Wald. Ne? So. Aber ich möchte die im Garten haben. Aber irgendwie ist es, ich arbeite dran, wie man so schön sagt. Ich versuche einfach mal, irgendwann wird das klappen. Letztes Jahr hatte ich eine Handvoll versteckt unter Kürbispflanzen. Weiß nicht, ob ihr euch noch an manche Videos erinnern konntet, wo der Kürbis bis hier, wo ich jetzt stehe, gewachsen ist. Da hinten noch so eine kleine Stachelbeere, die haben wir erstmal eingeschlagen. Die müssen wir jetzt auch noch als Busch vernünftig pflanzen. Und dann sind wir eigentlich mit unserem Gemüsegarten oder mit unseren Sträuchern soweit glücklich. Mehr möchte ich auch gar nicht. Hier vorne ist so eine Wanne. Weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. Zum Schutz von uns und zum Schutz der Pflanze, ist nämlich Pfefferminze, haben wir die in diesen Bottich gepflanzt, weil sonst hast du die ja nachher überall im Garten. Und das möchte, glaube ich, keiner haben. Ne? Ja, so ihr Lieben, jetzt sind wir ja fast schon wieder durch. Ist jetzt so der Mittelteil vom Garten gewesen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Ich will euch halt auch ganz ausführlich, ganz in Ruhe so ein bisschen den Garten zeigen. Nächste Woche kommt der dritte und letzte Teil. Da geht es dann um den Gemüsegarten, um meine kleinen selbstgebauten, wie soll ich sie nennen, Gewächshäuser. Und ich zeige euch unsere Küche im Garten. Ja, wie gesagt, das war's jetzt. Euch noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag. Wie gesagt, zum